Wisst ihr, was schön ist? Schön ist, ich habe heute Spätschicht, sprich, ich kann vormittags zocken. Zumindest ein wenig, bis ich die Bude sauber mache und ein bisschen einfach putzmäßig grinden muss. Loot droppt dabei leider keines, höchstens in Form von Staubfusseln. Schön ist auch, dass heute Kingdom Come Deliverance released wurde. Schlecht ist, dass ich gar nicht die Zeit habe, es noch zu zocken, denn es lädt noch runter. Ich habe zwar eine schnelle Leitung, aber dadurch, dass alle gerade runterladen, hört auf damit, wird das nicht ausreichen, bis ich zur Arbeit gehe. Das nennt man Dilemma. D-I-L-E-M-A. Und ja. Glück im Unglück, wir haben Bless. Und ich sehe gerade, wir haben ein weiteres Dilemma. Neue Skills sind verfügbar. Und zwar richtig gute Skills. Freezing Zone. Endlich ein gescheiter CC. Ignorieren wir mal die 161 Schädchen. Und gucken aber drauf. Friert Gegner im Umkreis von 5 Metern für 5 Sekunden ein. Endlich. Sie braucht das. Unbedingt, 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 unbedingt. Und ich denke, ich werde tatsächlich Element Emission rauspacken. Ist zwar natürlich super, dass ich hier hunderte Feuerelemente direkt aufbauen kann, aber ich habe es selten genutzt. Und ich glaube, ich brauche es auch nicht so häufig. Ich muss da ein bisschen gucken. Ich kann natürlich mehr. Ich habe vom Potenzial her einen höheren Schadensoutput. Zumindest einen DPS-Burst zu Beginn. Weil ich dann natürlich dann halt hier auch Firebender dann häufiger nutzen kann. Im Grunde genommen einmal häufiger als ohne Element Emission. Zwei Balken, A100. Element Emission gibt 100. Ich brauche 100 für Firebender. Sprich, ich kann zweimal wirken, kann Element Emission ausführen, kann es nochmal wirken, weil es ja keinen Cooldown hat. Und könnte natürlich damit, hätte ich unterm Strich einen höheren DPS Burst. Aber, das ist eine Mage Stoffklasse. Und ein Grund, warum ich mich auch über den Teleport nach vorne aufrege, aber ein bisschen blockiere, ist natürlich mitunter auch, dass ich meine Mage so weit wie möglich weghalten will von all den nahkampflustigen Orks, Monstern und was uns auch sonst begegnet. Karotten in Rüstungen mit Schwertern. Daher brauche ich natürlich einen ordentlichen CC. Das hier sieht aus wie einer. Wäre im Grunde genommen auch ein Panic-Skill. Gerade dann, wenn mir jemand wirklich am Hintern hängt oder gerade ein größerer Mob, dann zünde ich das Ding und mache erstmal einen Verschwindebus, weil 5 Sekunden CC, das ist schon eine Hausmarke. Die kann ich gut gebrauchen. Im Vergleich zu den 20-sekündigen Verlangsamungen, beziehungsweise 20-sekündigen, das wäre schön, ein paar Sekunden verlangsamen, ich weiß gar nicht wie lange, aber es ist nicht lange, ein paar Sekunden über Frostpillar. Und hier haben wir jetzt aber noch Hail und Hail macht viel Schaden im Vergleich zu Frostpillar. 321, gut, es ist nicht so viel Schaden, aber es macht mehr Schaden. Und 321 Schaden plus Movement Speed Reduction 20% und der magische Verteidigung des Gegners, also nochmal ein Debuff, um 30% gesenkt für 2,5 Sekunden und lässt sich zweimal stapeln. Und das wird die Frostpillar ersetzen. Ich hoffe, dass es auch wirklich ein Instant Cast ist. Das sehen wir jetzt dann gleich. Aber das macht mich jetzt schon mal ein bisschen glücklicher. Denn so kann man arbeiten als Mage. Definitiv. Und das speichern wir jetzt erstmal. Dann kann ich es hier unten ablegen. Ja, jetzt gibt es hier einen kurzen Cooler. Haben wir hier auch. Passt. Ist das sinnvoll belegt oder nicht? Auf der 6. Ja, komme ich gut ran mit der Maus. Und der Rest passt. Passt. Ja, und das macht einen guten Skilltree aus, finde ich. Das macht einen guten Skilltree aus. Dass ich einfach, man kann sich überlegen, okay, gehe ich jetzt auf einen hohen DPS-Burst, gehe ich eher auf eine ausgewogene Skillung und so weiter und so fort. Und ich freue mich drauf, einfach nur theoretisch die ganzen Sachen zu lesen, die dann viele Leute da draußen, also wirklich, es gibt ja Freaks da draußen, ich zähle mich dazu nicht. Dazu spiele ich viel zu sorgenfrei und Heidi-mäßig durch die MMORPGs. Ich spiele natürlich nicht total gimpig, auch wenn es der ein oder andere vielleicht gerne so sehen mag. Aber ich spiele jetzt natürlich nicht auf Super Pro, Progress, Super Fury Crafting, Maximum, Super Saiyajin, DPS, Ultra Style.
weil ich einfach nur zocken möchte und Spaß daran haben möchte und keine Arbeit draus machen möchte. Aber da wird es mit Sicherheit dann halt eben etliche Bildvorschläge geben in den Foren und in der Community, grundsätzlich Discord, Steam etc. pp., wo es bestimmt auch sehr, sehr viele interessante Kombinationen gibt aus Skills. Denn das bietet Bless allemal, zumindest beim Mage und beim Ranger auf jeden Fall. Ich bin mir sicher aber auch, dass es bei den anderen Klassen nicht anders sein wird. Da finde ich, hat Neovis wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ich kann jetzt auch nur vom PvE sprechen. Ich weiß nicht, wie es später oder wie es generell im PvP aussieht. Da gibt es andere Leute, die da weitaus kompetenter sind als ich. Aber zumindest was das PvE angeht, bin ich da sehr zufrieden, weil mir macht das persönlich auch sehr viel Spaß, wenn ich dann drüber nachdenken kann, mir angucken kann, okay, wenn ich jetzt den Skill nehme und das in der Kombination, welchen Skill opfere ich und wie wirkt sich das denn dann insgesamt auf mein Spiel aus? Und ja, das wissen wir ja jetzt zum Depper. Und das ist halt wunderbar. Also gerade jetzt hier Hail, haben wir gesehen, auch direkt instant gecastet. Das ist sehr wichtig, damit habe ich Incineration und Hail und Meteor, Burning Meteor, darf man ja nicht vergessen, die ich instant casten kann, auch noch im Laufen casten kann. Und das ist halt schon sehr wichtig. Jetzt testen wir mal kurz den Freeze. Hat verfehlt, macht nichts. Aber das ist halt auch extrem wichtig. Somit haben wir Möglichkeiten für eigentlich jede Art von Kampfsituation, wo wir uns dann halt auch dann entweder zurückziehen können, wo wir, wenn wir den Vorteil haben und als Erster angreifen dürfen, dann halt eben auch einfach ja, den größten Schaden rausballern können. Hier zum Beispiel mit Fire Explosion, wo wir dann über 1000 Schaden auspacken, wo wir dann Dots draufpacken können und, hast du nicht gesehen, und das macht dann halt einfach Spaß. Ja, das geht jetzt nochmal auch an Sieg, der gestern im Livestream da auch die Frage gestellt hat, ob das Kampfsystem Spaß macht. Da habe ich das ja nochmal kurz angerissen mit den Skills im Skilltree und den Skills gerade jetzt beim Mage. Und ich finde das halt extrem wichtig und ja, so ist es halt. Das ist halt eins der herausragenden Dinge, finde ich, in Bless. Und da kann man sich austoben. Warum kann ich keine Baby greifen zähmen? Ich möchte gerne Baby greifen zähmen. Wer möchte kein Baby greifen? Greif. Das ist ja kein Greifen, ein Greif. In meiner Stadt, da gibt es auch einen wunderbaren, wir haben etliche Obelisken bei uns in der Stadt. Nein, ich wohne nicht in Ägypten. Ich wohne schon in Deutschland. Wir haben einige Obelisken und es gibt einen riesigen Obelisken, auf dem dann oben drauf, oder quasi Obelisk, das ist eigentlich eine Säule, die aber schon an den Obelisk anmutet, weil sie nach oben hin sich verjüngt. Und da ist dann auch ein Greif drauf. Wunderschöne Fabelwesen. Kann man mal machen. So, Martha Manor. Ich weiß nicht, ob mein... das ist zur Universität. Aber ich glaube, ich gehe jetzt zur Universität und fliege dann mit dem Drachen. Das geht schneller, als wenn ich da jetzt hinreite. Ja, das machen wir. Das ist mir jetzt sonst zu viel Aufwand. Und ich benutze jetzt nicht den Instant-Suppennudeln 10-Minuten-Drachen, den ich habe. Den brauche ich für... Ich weiß, irgendwann brauche ich das. Mein zukünftiges Ich wird es meinem gegenwärtigen Ich danken, wenn ich eben diesen 10-Minuten-Instant-Nudeln-Drache aus einer der Quests aufhebe. Weil, ja, das ist halt... Das, wenn man nicht fliegen kann, und das vermisse ich halt, weil ich es aus Korea kenne, da hat Pemang ja gut ausgebuttert mit diesen Juwelen, mit denen man... In-Game-Shop was einkaufen kann, plus man konnte ja dort, gut, es war noch die Beta, aber man konnte dann halt eben auch, man bekam auch Geschenke, wobei ich mal gucken muss, was in meiner Daily jetzt ist, drin ist, guter Hinweis an mich selbst, aber man hat halt auch viele Geschenke bekommen und da waren zum Beispiel regelmäßig, gerade in Korea, vorm Rebuild-Server noch, Drachen drin, die dann, ich glaube, eine Woche oder so gehalten haben und die hat man regelmäßig bekommen, also ich hatte eigentlich immer einen Drachen, mit dem ich fliegen konnte. Und wenn man das natürlich dann mal gewohnt ist, diesen Luxus, ja, dann vermisst man das natürlich sehr schnell. Jetzt haben wir wieder die obligatorischen FPS-Drops rund um Gebäude. Macht aber nichts, wir wollen uns jetzt eh verziehen. Und gehen jetzt mal zum Drachenmaster. Drachenmaster ist gut.
Ich hatte letztens, bin ich über einen Namen gestoßen, also über einen echten deutschen Namen. Der heißt Kampfmeier. Total geiler Name. Ich finde den Namen generell interessant. Namensherkunft, Namenskunde, egal aus welcher Sprache, egal woher, wie, was, wo. Und das ist ein geiler Name. Also ich glaube, ich werde irgendwann mal, werde ich mir irgendwie einen Krieger oder irgendwas erstellen und nenne den dann Kampfmeier. Das ist einfach ein geiler Name. So, während der Drache hier rumfliegt, check ich mal kurz nebenher noch meinen Kingdom Come Deliverance Download Status. Ja. Prognose ist nicht gut. Ich glaube, heute haben nicht alle, aber ich schätze mal so 40% der Steam Community hat heute entweder frei, ist krank oder hat frei. Und ja, jetzt saugen alle. Hört auf zu saugen. Ihr sucht dies. Nehmt mal ein Buch in die Hand. Lest was. Malt. Tobt euch kreativ aus. Geht raus. Geht Gassi. Wenn ihr keinen Hund habt, geht trotzdem Gassi. Geht spazieren. Macht irgendwas. Gebt mir mal ein bisschen was von der Bandbreite frei. Die Steam mit ihren popligen, ich glaube 50 MBS Max ausgibt. Naja, wird nichts. Dann erst heute Nacht. Macht nichts. Dann profitieren zumindest die Bless-Fans davon, von ein bisschen Gegrinde und Gesabbel von mir. Wobei es irgendjemand gibt, der hier regelmäßig um die Ecke kommt und die Videos unliked. Ich habe nichts gegen Unlikes. Aber schreibt mir doch dann wenigstens rein, was ihr kacke findet. Irgendwie, ich finde dich kacke oder deine Stimme kacke oder du nuschelst zu sehr oder du spielst scheiße, irgendwas. Aber irgendwie nur ein Dislike zu geben, da denke ich immer, das sind nur irgendwelche Menschen, die mich für Konkurrenz halten. Dabei bin ich überhaupt kein Konkurrenz. Ich habe keine Ahnung, 270 Abonnenten oder so. Ich bin nicht mal der Balljunge auf dem Spielfeld des tennisartigen YouTube. Und wenn dann irgendwelche Leute um die Ecke kommen, die vermutlich, keine Ahnung, 500.000 Abonnenten haben und sich irgendwie angepisst fühlen, weil so ein kleiner YouTuber. Da jetzt stellenweise halt bei Bless bin ich halt irgendwie in den Top 3 oder so. Und sich da angepisst fühlen. Das ist ein bisschen so, als ob ein Profi-Tennisspieler auf die Balljungen schießt. Weil sie, keine Ahnung, bessere Tennissocken tragen oder so. Ja, nehmt das nicht so ernst, Leute. So. Aber ganz wichtig, also schreiben ja auch Kommentare rein. Es wäre halt natürlich nett, wenn ihr konstruktive Kritik abgibt. Aber schreibt einfach rein. So. Ich bin ja nie aus Zucker. Und finde es ja gut, also wenn ich Kommentare drin habe und weiß, was euch bewegt oder was ihr gut findet oder was ihr gerne hättet, ja, dann kann ich das auch umsetzen und ich versuche das. Ja, das war ja bei dem Tutorial schon so. Wollte eigentlich keins machen, weil ich einfach gedacht habe, okay, der Zeitaufwand und so, ne, und pipapo etc. Hab dann trotzdem gemacht, weil dann halt einfach ein, zwei Leute dann einfach gefragt haben und ich mir gedacht habe, okay, komm, kannst du jetzt nicht hängen lassen. Und, oder halt auch Mage, auch wenn es jetzt von Austriaco kommt. Der Austriaco hat natürlich ein hohes Gewicht, seine Stimme, weil er halt schon ewig auf dem Channel dabei ist und sehr oft kommentiert, sehr, sehr viel interagiert und eine große Hilfe ist für mich. Dass er da einfach sagt, okay, ich würde mal gerne Mage sehen, etc. und so. Dann ich versuche das zu machen. Es geht nicht immer, es ist nicht immer sinnvoll. Es wäre zum Beispiel nicht sinnvoll, dass ich jetzt einen Guardian anfange. Weil ich zum Beispiel überhaupt kein wirklich Nahkampfspieler bin, außer mal ein Assassin oder so, aber als aktuell ist es zeitlich am besten eigentlich für mich Dings zu spielen. Ranger und Mage, weil ich die beiden am liebsten spiele, wobei ich jetzt einen Mage durchziehen werde, denke ich. Weil ich die Ranger-Klasse sehr wahrscheinlich zu 95% als Main im Westen spielen werde und ich will sie jetzt nicht komplett auslutschen. Und Mage habe ich relativ wenig gespielt, deswegen spiele ich einen Mage jetzt erstmal weiter. Aber das ist mir wichtig. Schreibt mir ruhig in die Comments. Oh, ich finde es nicht so gut, dass, weil ich die Musik so laut ist. Oder mach's lieber auf 720p oder irgendwas. Egal. Mach einen Helium-Stimmen-FX drauf. Gibt's auch. Über den OBS-Encoder. Aber ich finde es ein bisschen schräg. Wobei, ist schon lustig. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Mal gucken.
Wir sind ja jetzt nicht wirklich sehr seriös unterwegs hier. Okay, was soll man machen? Check the visibility from the watchtower at the fortress gates. Kann ich da hochklettern? Nicht abstürzen, bitte. Ah. Da sind wir schon richtig. Und die Sequenz, die kappen wir. Oh ja, jetzt, genau. Oh. Oh. Ich will auch so einen Walk. Kann ich aber nicht tamen. Ich kann es nicht tamen. Ich spamme es jetzt so lange, bis ich diesen Walk bekomme. So, destroy the army of orcs, bloody hordes, attack the people of Matos. Das sehe ich. Okay, ganz kurz nochmal einstimmen auf die zwei neuen Skills. Freezing Zone, etc., etc., Hail. Okay, armer Octane Borg. Ich würde dich lieber gerne zähmen, anstatt dich jetzt platt zu machen. Es tut mir wirklich leid. Sagt's und dann boom. Fire Explosion. Das ist mies, ich weiß, aber... Der Leber ist hart. Der Leber ist hart. Und eine süße Mage muss gucken, dass sie in einer Welt voller Orks und Wargs und Ogre Warrior überlebt. Ja, dir ballern wir direkt mal und hoffentlich gekrittet. Ja, und das ist das. Ne? Ich habe jetzt gerade, ich wollte jetzt Dings nutzen. Firebender. Und die ballert halt direkt danach oftmals halt den Auto-Skill raus. Jetzt könnte ich den natürlich ausmachen, das mache ich jetzt. Muss mich halt dran gewöhnen. Ich hoffe, ja, das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Guck mal. Ja, ich muss den Auto-Skill ab jetzt, ich müsste den halt selbst spammen und das ist halt dumm. Das finde ich ein bisschen nervig. Irgendwie müsste es eine Option geben, in der ich sagen kann, okay, nur weil ich jetzt irgendwie zum Beispiel Firebender mich irgendwie mit einem Angriffsbuff buffe, sollst du nicht den Auto-Skill ausführen. Ich teste jetzt aber mal was. Was ich glaube ich schon mal getestet habe. Indem ich einfach einen Gegner nicht ins Target nehme, Firebender dann wirke. Und dann gucke, ob sie dann per Auto-Skill angreift, wenn ich dann Linksklick auf den Gegner mache. Ich muss aber erst auf 100 aufbauen. Da fehlt uns jetzt natürlich diese Element Emission, die ja doch sehr hilfreich ist. Um dann halt gleich mal 100 Element aufzubauen. Aber wie gesagt, auf lange Sicht und bei meiner Spielweise macht Element Emission gar nicht mal so viel Sinn. Beziehungsweise ich muss gucken, dass ich halt auch ein bisschen defensiv unterwegs bin. Das heißt, so, ich nehme jetzt aus dem Target raus. Firebender. Ja, die greift halt automatisch an, den nächsten. Da müsste ich eigentlich die Option rausnehmen, sagen, okay, wenn ich einen Skill wirke, greife nicht den nächstgelegenen Gegner an oder der in Sichtlinie ist. Ja, das ist natürlich schwierig umzusetzen. Also eigentlich, also ich bin der Meinung, sie sollten... Wenn ich einen Angriffsbuff wirke, wie jetzt Firebender, dann bitte nicht direkte Autofire auslösen. Denn, oder man könnte sagen, okay, Auto-Skill, also Fire Bullet ist an der Stelle, ist nicht eingeschlossen in diese Crit-Chance von 50%. Weil wenn die verbraucht ist, weil das macht ja nur einmal, ne, das zeigt er ja, für den Next Fire Spell. Dann bringt es mir nichts. Ne? Ich kann das nicht nutzen für Fire Explosion oder für andere Skills, die weit mehr kritischen Schaden ausführen würden. Und ich kann das jetzt eigentlich nur lösen, indem ich jetzt hingehe und statt Fire Spell einen Ice Spell reinpacke. Die Ice Bullet. Hat die vielleicht noch irgendeinen positiven Effekt auf eine der anderen Skills? Außer Frost Pillar. Bin ich gerade angegriffen? Nein. Ja, das ist jetzt die einzige Möglichkeit. Dadurch dann, wenn ich dann Firebender wirke, greift sie zwar an, dadurch, dass es aber kein Fire Skill ist, sondern Eis, wird das dann entsprechend mit der Crit tatsächlich auf den nächsten Fire Spell, den ich dann wirke. Und das war jetzt ein bisschen mit Kriegsschiffen auf Stechmücken geschossen, dass ich mit der Fire Explosion umgenietet habe.
Genau, aber dann wird halt eben, ja, dieser Crit, diese Crit-Chance um 50% halt eben nicht für diese Auto-Attack verwendet. Und das ist halt schon, das macht schon viel aus. Wenn ich überlege, Fire Explosion crittet, beziehungsweise Fire Explosion macht 1177 auf Papier, macht aber im Schnitt bisher 1400. Und ja, wenn das crittet, dann gute Nacht. Das kann ich natürlich, das kann ich mir nicht entgehen lassen. So, jetzt guten Morgen. Wir laufen jetzt, wo ist er denn, Hans? Da rennt er rum. Das ist halt ein Prinz, der nimmt die Sache auch selbst in die Hand. Ne? Das nenne ich exekutive Regierung, Hans. Wow. Bösen Orks. Orks sind immer die Bösen. Außer es gibt Addons. Dann nicht mehr. Und ja, wunderschöne Aussicht mal wieder. Trotz etwas kargerer Berge. Aber da hier eine rechte. Ah. Und ja, ich denke, ich werde sie auch so übernehmen im Westen. Man kann ja zum Glück die erstellten Charaktere übernehmen, also speichern. Und jo. Ich freue mich schon auf den Dungeon, denn jetzt einfach durch die neuen Eye-Skills, die ich jetzt hier drin habe und zur Verfügung stehen habe, sind wir doch jetzt sehr flexibel mit der Mage. Wir können Stun auf zwei verschiedene Arten. Wir können ins CC setzen, sogar für 5 Sekunden. Wir können debuffen, Schadenswiderstände senken bei den Gegnern. Wir haben einen Dot. Wir haben drei Instant-Zauber, die wir sofort casten können und auch in der Bewegung casten können. Wir haben die Möglichkeit, unsere Crit-Chance um 50% zu erhöhen. Was will man mehr? Reaction-Skill habe ich noch vergessen. Der stunt auch noch und ballert auch noch mal schön mächtig Schaden aus. Plus AOE haben wir auch noch. Also ich bin sehr zufrieden mit der Mage-Klasse. Und ich bin jetzt gerade mal Level 19. Das ist also ein bisschen weniger als die Hälfte des Max-Levels. Und sie hat jetzt schon ein gutes Set an spielbaren und vor allem spaßigen Skills. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mir in die Comments, schreibt mir Kritiken rein, wenn ihr etwas mögt, aber auch wenn ihr es nicht mögt. Das hilft mir, das hilft euch. Und ich versuche ja auch nach Möglichkeit, die Dinge nach euren Wünschen umzusetzen, wenn es im Einklang mit mir und meinem Real Life ist. Und dann mache ich das natürlich. Ich danke euch fürs Einschneiden und bis zum nächsten Mal.